Prosektor! Viele Gesichter! Mit der Brücke. Versuchen wir es nochmal. Bitte. Großer Turm auf einem Vulkan. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Sag mal, bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Ich sehe mich mal um. Wie viel schuldest du, alter Saar, eigentlich genau? Die Hälfte. Die Hälfte wovon? Naja, er weiß nur von der Gang dieser Weiser. Das wären 400 Millionen. Wir sind soweit. Dann mal los. Er hat sich geschleudert. Ich hab dich, ja!
Bist du okay? Ging mir schon besser. Bring uns hier raus, Junge! Okay, festhalten! Langsam, Junge, langsam! Ja, das war doch lustig, oder? Aber ich brauche jetzt einen Termin bei meinem Seelenklempner. Du gehst zum Seelenklempner? Nein, aber jetzt werde ich damit anfangen. Kommt schon, jetzt übertreibt ihr. Ich hatte alles unter Kontrolle. Okay, haltet euch gut fest. Das war ja mal ein netter Tempowechsel. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Fast. Los, gehen wir rein. Holen wir uns unseren Schatz, Jungs. Hier können wir nicht rein. Sam, hilfst du mir mal? Ja. Was haben wir denn hier? Ah, dahinter ist offenbar irgendwas. Sam? Ja, auf geht's. Verdammt! Zugemauert! Okay, sehen wir uns um. Hey, vorsichtig mit dem Ding, Junge! Achtung! Sag doch Achtung! Schön aufgeregt. Für ihn steht viel auf dem Spiel. Wow. Großartig. Allerdings sehe ich keinen Schatz. Hey, Leute! Komme! Sieh dir das mal an. Ah, der heilige Dismas. So sieht man sich wieder. Also, was haben wir hier? Mehr Siegel. Da ist hier unser Avery. Thomas II. Und das ist, Das ist Adam Baldrige, das Joseph Farrell und das Richard Wand. Piratenkapitäne. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also, hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Komm schon. Jungs, wenn ihr den Arm diesmal genug befummelt habt, solltet ihr euch vielleicht das hier mal ansehen.
Das Trapez muss der Vulkan sein. Die Krone ist Kings Bay. Das ist eine Karte, Gentleman. Victor, du bist ein Genie. Gehört, Nate? Genie. Ja, ja. Okay, also, wir sind hier. Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel. Okay, dann sind die anderen Siegel... Die Türme aus Averys Zeit. Ich meine, in einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Das sind 12 Türme. Hey, Victor. Hm? Brauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Wir sind wohl nicht die Ersten hier. In Deckung! Runter! Das alle? Hoffen wir's. Bist du okay? Ja, ja, alles gut. Sam! Ja, hier drüben! Hey, was machst du da? Eine Vermutung bestätigen. Shit. Seht euch das an. Die haben die Türme auch durchsucht. Standorte, Siegel, einfach alles. Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch. Okay, wir sind 3. Und Gott weiß, wie viele die sind. Und die haben Vorsprung. Ja, aber sie wissen nicht, welcher Turm es ist. Super, Nathan, wir nämlich auch nicht. Wissen wir doch. Ja, etwas abgenutzt. Genau da, das passt. Sicher, es könnte auch das hier sein. Mist. Ja, 2 ist besser als 12. Okay. Ich nehme diesen Turm. Du und Sully, ihr nehmt den. Nein. In den Türmen wimmelt es schon von Raves Leuten. Genau. Wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir uns aufteilen. Sam, jetzt warte doch mal kurz. Nein, die Türme. Sie sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay. Wenn du auf diese Shoreline-Clowns triffst, ruf uns an, okay? Bis später. Komm, Nate. Beeilung. Ja. Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh ja, das wäre verrückt. Aber verrückt kennen wir ganz gut. Ja, das stimmt. Verzeihung. Äpfel! Kauft frische Äpfel! Nur 1500 Ariari! Okay.
Na schön. Hier. Wie findest du mir? Ah, ich danke Ihnen sehr, Sir. Guten Appetit. Empfehlen Sie mich. Kleines Kerlchen. Geht's dir? Gefällt dir das? Nicht. Der Turm. Aber Sully, komm, das ist ein Lemur. Komm schon, sag Hallo. Schon gut. Niedlich. Hey, Sully. Hey, ja, mein Apfel gemopst. Man kann niemanden mehr trauen. Hey, weißt du was? Wenn das hier vorbei ist, kaufe ich mir einen verdammten Hund. Hey, sollten wir hier gesund rauskommen, kaufe ich dir den Hund an. Darf ich ihn Victor nennen? Sicher. Hey, Nate, soll ich hier eins von denen kaufen? Sully, man muss verrückt sein, um so ein Hemd zu tragen. Es hilft. Oh Mann, hier riecht etwas wirklich gut. Er hat recht. Das riecht gut. Oh, oh Achtung. Vorsicht. Hey, na bitte. Verschlossen. Wir müssen irgendwie reinschleichen. Diskret. Das beinhaltet das Wort Schleichen schon, Sully. Ah. Hey, Sully. Ich glaube, wir kommen hier durch. Das sollte gehen. Oh Mann, geht's tief runter. Alles klar da hinten? Du hast dein Tempo, ich meins. Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? Okay, mal sehen, was wir hier haben. Edward Englands Siegel, wie es auf der Karte stand. So, wonach suchen wir? Gute Frage. Das ist aber ein hoher Glockenturm. Ja, das stimmt. Wir wetten? Kein Grund zu warten. Bin gleich zurück. Oh, verdammt. Hey, sieh mal, Sully, die Uhr geht noch. Ja, ich seh's. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Geht klar. Okay? Ja, schon los.
Pass auf deine Finger auf, Nate. Was willst du dort machen? Nein, alles klar. Vertrau mir. Wo habe ich das schon mal? Geschafft. Zwei übrig, Junge. So, wie steht's?